Morgen am Sonntag werden sie wieder verliehen. Die begehrtesten Auszeichnungen in der Filmbranche, die Oscars. Und auch deutsche Produktionen dürfen sich dieses Mal durchaus Hoffnungen machen. Die Verfilmung von Remarques Im Westen nichts Neues hat mit ihren insgesamt 9 Nominierungen schon jetzt Geschichte geschrieben. So viele hatte ein deutscher Film noch nie. Eine der preiswürdigen Kategorien bei dem Kriegsdrama ist die Filmausstattung. Verantwortlich dafür Setdesignerin Ernestine Hipper aus Nürnberg. Sie erschafft Welten für Filme. Ernestine Hipper ist Setdesignerin. Sie ist auf dem Weg durch einen Ausstattungsfundus und zum Oscar. Hier beginnt mein Leben. Ganze Geschichten werden in Räumen erzählt. Und das musste ich im Laufe des Lebens dann auch lernen, dass ein Raum nicht aus Dekoration besteht. Bisher stattete die Bayerin vor allem Kinder- und Märchenfilme aus. Jetzt ist sie in der Kategorie Set Design bei den Oscars nominiert. Für ein völlig anderes Genre. Im Westen nichts Neues, ein Antikriegsfilm. Die Nominierung? Für Ernestine Hipper ganz großes Kino. Es war viel historische Recherchearbeit notwendig. Wenn man die wahren Bilder sieht und die Originalsachen, saß ich oft da und ich wusste nicht, wie ich überhaupt emotional damit umgehen kann. Da habe ich einfach entschieden, es ist wie eine extrem gute Dokumentation. Extrem gut, ja. Insgesamt 9 Oscar-Nominierungen gab es für den Film Im Westen nichts Neues. Die ganzen Pferde und kaputten Dummies dekorieren, einbuddeln, eingraben. Den Staub, den Dreck, das ist dann alles meins gewesen. Vom Schlachtfeld auf den roten Teppich. Egal, ob sie den Oscar am Ende auch bekommt, fest steht, Ernestine Hippers Arbeit hat die eindrückliche Bildgewalt des Films Im Westen nichts Neues maßgeblich mitgeprägt.